Ahoi, liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben euch versprochen, wir sind hier stehen geblieben, bis ihr endlich wieder Zeit hattet für ein neues Video. Genau, das war eine ganz schön lange Zeit. Ich muss mich bald setzen, ich kann nämlich nicht mehr stehen. Du kannst ja reinspringen. In diesem Sinne, wann geht's los? Nach dem Intro. Also ich habe es ja im letzten Video angekündigt, dass wir basteln. Aber was hat das jetzt eigentlich mit Urlaub zu tun, was du hier gerade fabrizierst? Ja, das ist das Niederdruck-AGR-Ventil. Ich wollte mir das mal angucken, denn wir haben ja immer noch das Problem, dass so irgendwie das Ganze noch nicht ganz so sein oder ist, wie es sein sollte. Und wir haben noch ein bisschen zu viel Ruß sozusagen, genau, hinter Katalysator. Katalysator ist in Ordnung. Also der Dieselpartikelfilter, aber irgendwo muss das ja herkommen. Und wir haben so ein bisschen die AGR-Ventile im Verdacht. AGR-Hochdruck ist neu, vor unserem Urlaub, Fehler wieder da. Jetzt gucke ich mir gerade das AGR-Niederdruck an. Das ist relativ rußig, was natürlich nicht sein sollte, denn das sitzt ja nach Katalysator, beziehungsweise nach dem Dieselpartikelfilter. Und das wollte ich mir jetzt nochmal angucken und dann baue ich das gleich wieder ein. Weil was machen kann ich natürlich hier nicht, aber ich kann zumindest meinem Werkstattmeister ein paar Fotos schicken. Vielleicht hilft ihm das ja. Mal gucken. Genau. Aber das ist so typisch, mein Mann. Statt den Urlaub zu genießen, um das zu genießen. Nein, ist der da am Rumbasteln. Ach, ja, irgendwie, ich habe mir Urlaub anders vorgestellt. Tja, für mich ist das auch Urlaub. Ja, siehst auch aus wie... ganz schön schwarz. Ich weiß. Der sieht aus unfassbar. Naja, waschen muss ich mich dann. Er bastelt da jetzt entsprechend und ich werde einfach mal jetzt anfangen, Video zu sichern, zu schneiden und alles, was dazugehört. Das ist eine gute Idee. Dann schauen wir mal. Und dann springst du hoffentlich irgendwann im Ossiarasee noch ein. Ah, das geht danach an. Also, wir machen auch noch ein bisschen Urlaub. So sieht es ja nicht aus. Hier in der Sonne läuft die Suppe, aber Junge, Junge, Junge. Ja, warum machst du sowas? Ja, ich will zumindest mal gucken, weil vielleicht... Es werden kältere Tage tatsächlich. Es wird nur ein bisschen bewölkt, es wird kühler. Du machst es gleich im Essen. Dann regnet es nachher. Wo es richtig heiß ist, da macht er so einen Stussel. Ja, er wird gleich den Motor starten. Sollte es Probleme geben, dann kriegst du ganz große Probleme. Ja, dann müssen wir weiter gucken. Dann kriegt er so richtig Probleme. Ja, ich lasse mich echt mal überraschen. Und sonst muss man sagen, richtig schön, Temperaturen steigen immer mehr an. Wir werden auf jeden Fall noch eine Platzrunde drehen, jo. Weil wir müssen nämlich unsere Kärnten-Card holen. Und da können wir schon mal sagen, uiuiui, uiuiui, uiuiui. Ja, relativ teuer für eine Woche. Hallo? Geworden. Das solltest du noch gar nicht verraten. Ich wollte einfach nur uiuiui machen. Naja, das, ja, das kann man ja daraus sozusagen rausfinden. Ne? Gut, alles klar. Das ich mache mir jetzt mal sauber. Genau, denn er ist richtig dreckig. Hier, los, komm, zeig deine Hände. Guck mal an, die. Das ist ein Dreckspatz. Ja, so, das ist halt Ruß, ne? Mit sowas fahre ich ja, geh machen? Weg. Geh weg. Ja? Geh ja. Weg. Ich verlasse diesen Mann jetzt. Der ist ja ekelhaft. Ich bin dann mal badebereit. Genau. Für euch, er hat nichts entdeckt. Mich macht er einfach nur schwach, indem er einfach alles rausbaut. Aber entdeckt hat er nichts, weil er an die Elektrik geht er nicht ran. Dann hätte ich ihn auch erschlagen, wenn er das gemacht hätte. Ja, wir wollen ja noch nach Hause kommen. Ja, wir wollen auch erstmal nach Kroatien noch weiter. Genau, jetzt muss ich nur mal gucken, wo es denn hier drin geht. Idealerweise da, wo vielleicht nicht so viele Kinder sind. Ja. Das kann ich dich nämlich nicht filmen. Da hinten sind Kinder, aber dann vielleicht da, wo der Mann rauskommt. Das würde ich sagen. Das ist doch ein guter Plan. So, das heißt, dann werden wir jetzt eine Aufnahme machen, wie der Mann ins Wasser springt, damit er endlich sauber ist, dieser Dreckspatz. Hast du überhaupt mal unsere Töne an? Ja. Tatsächlich. Hast du Töne? Wir haben Töne. Da.
Bayerischen Schwimmen, habt ihr gesehen. Ihm hat es wie gefallen? Sehr gut, war wieder klasse. Und wir waren ja vor 3 Jahren das letzte Mal hier an dem Platz. Und jetzt muss ich sagen, unten, wir stehen unten am See, da ist ja auch ein Häuschen. Ja. Haben sie es modern gemacht. Ja, es ist jetzt saniert, wir machen immer eins nach dem anderen. Na klar, macht man nicht alles auf einmal. Genau, das hat auch die Chefin uns ja erzählt. Alles prima, super. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg nach oben. Da müssen wir jetzt ein bisschen kraxeln. Aber wird auch gehen. Ach, das kriegen wir hin. Denn wir sind schon an anderen Orten gekraxelt. Ich sag nur, deine verkackte Dobratsch. Nie wieder. Na, das war schön. Nie wieder kriegt er mich da hoch. Ja, es war schön. Die Goldene würde ich ja mich noch breitschlagen lassen. Na, vielleicht. Das war nicht so schlimm. Mal gucken, vielleicht kann man das ja nochmal machen. Ja, ich habe schon einige Sachen rausgesucht, weil, wie gesagt, wir haben euch ja gesagt, wir haben uns die Kärnten-Karte bestellt. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt wieder hinlaufen. Genau. Weil die müsste jetzt vielleicht fertig sein. Und ja, in der Kärnten-Karte gibt es ja viele Angebote. Ein paar Sachen sind raus. Das ist uns schon aufgefallen. Zum Beispiel das Minimundus, glaube ich, heißt es, ne? Minimundus, ja. Genau, das Ding in Klagenfurt. Das ist nämlich nicht mehr mit dabei. Ja. Und ja, wir wollen einfach mal schauen. Wie gesagt, die eine oder andere Burg, das könnte interessant werden. Das wollen wir uns anschauen. Aber wie gesagt, jetzt laufen wir zur Rätsel und holen uns unsere Karten ab. Und wir wollen nicht lachen, weil... Du willst einfach nicht reinplumpsen. Ich will da nicht reinplumpsen, genau. Das ist einfach der Sinn der Sache. So, was sind das? Astronomische Expertise? Das will ich ja gar nicht wissen. 7:30. Die Sonne ist schon weg hinter den Bäumen. Also hinter den Bergen, logischerweise. Ja, das heißt, es ist Norwegen, ne? Dahin. Norwegen? Na, wenn die Sonne hinter den Bergen ist. Bergen ist in Norwegen. Das stimmt. Da sind die ganzen Enten. Wir sind jetzt auf einem Plateau, also auf so einem Steg, noch ohne Entenkacke. Morgen wieder alles voll gekackt. Ja, das ist normal hier. Aber naja, so ist das. Die machen aber hier sauber, schieben das dann alles in den Ossiacher See. Genau. Wir können auf jeden Fall schon mal eins sagen, weil ich gerade gechattet habe mit Womo Flock. Nicht Womo Block, sondern Womo Flock. Die waren nämlich auch vor kurzem erst hier und die haben uns einen super Tipp gegeben. Achtung, kommt nicht am 8., nee, kommt nicht am 9.9., weil dann ist hier aus der Rasse gesperrt, sondern kommt erst einen Tag später. Das war super, sonst wären wir wirklich nämlich schon durch gewesen und hätten gesagt, verdammt. Und wir hätten da wahrscheinlich dann zu 100% den Platz, den wir jetzt haben, W11, nicht bekommen. Ja. Weil da nämlich die Schwiegereltern von unserem Gegenüber sind. Ja, genau. Und damit haben wir den schönen Platz jetzt bekommen und naja. Genau, so aber richtig Glück gehabt. Ja, morgen wollen wir da oben hoch. Ja, da hinten. Da hinten irgendwo. Da ist ja normalerweise die Bahn. Man sieht die Stelzen vielleicht, aber das könnt ihr jetzt nicht so sehen. Das könnt ihr auf keinen Fall sehen. Aber vorher, bevor wir dahin fahren, geht es für uns erstmal in die Richtung. Und zwar da ganz, ganz hinten lang. Wir müssen einmal rund um diesen ganzen Gedöns da hinten. Genau, wir werden mit den Rollers sozusagen einmal am Südufer entlang und dann in Richtung des Nordufers, was auf der Seite ist. Genau, da ist also Norden, also da ist Bergen. Siehst du, Bergen, ja. Passt doch. Und dann werden wir da ungefähr so in der Mitte des Bildes, gibt es eine Seilbahn da rauffahren auf die Gerlitzen. Genau. Und dann werden wir danach wieder runterfahren und dann in die Richtung weiterfahren. Genau, da hinten. Sozusagen wieder Richtung Südufer. Und da hinten ins Eck, da ist irgendwo ein Biller. Das ist noch eine Shell-Tankstelle. Bei der Shell-Tankstelle müssen wir mal gucken, ob es V-Power gibt. Nein, gibt es nicht. Habe ich schon geguckt. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann müssen wir nach da hinten, weil da ist Biller. Und da wollen wir einkaufen für ein paar Tage, weil der Shop hier in der Gegend, also der hier direkt am der Supermarkt hier am Platz. Ja, hat nicht mehr so viel. Man merkt, das ist Ende der Saison. Deshalb und dementsprechend lohnt sich das nicht. Und wir wollen ja noch ein bisschen was einkaufen. Das ist der Plan für morgen. Ich glaube, jetzt habt ihr genug gehört. Genau, ihr seht jetzt noch ein paar Bilder und dann... Nur genießen wir den Abend noch. Genau, und dann geht's morgen früh weiter, wenn wir mit den Rollers loslegen. Just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Try.
another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. Wir schreiben es kurz vor 10. Gefrühstückt haben wir schon. Fertig gemacht haben wir uns schon. Ihr seht, Helm ist drauf, da stehen Roller. Wir wollen los. Einmal um den Ossiacher See. Wobei mit vielen Pausen, denn wir wollen erstmal rüber vor den Görlitzen. Haben wir immerhin das billige Kärntenkart geholt. Genau. Die müssen wir jetzt ausnutzen. Zumindest zweimal müssen wir fahren, dann haben wir die Karte drin. Richtig. Weil auch das da, die Görlitzen, ganz schön teuer geworden ist. Aber ich denke, wir werden sie für einige Attraktionen nutzen. Also von daher lohnt es sich wiederum. So der Plan. Und damit wir nicht so viel labern, haben wir gestern genug gelabert. Ab geht's. So sieht's aus. Ich bin fertig. Ich warte auf dich. Oh my child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. Na, das war eine Tour und ich hatte recht. Ja, du hattest wirklich recht. Also Marcel sagte so, naja, das waren 22 Kilometer. 22,2 sagt mein Roller. Ja, 22,5 hier oben. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich das kann. Nee, jetzt. Hier 22,2 hier oben. 22,5 hatte ich. 22,2 war unten. Na gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, jetzt sitzen wir in der Görlitzen, das haben sie gut gemacht, also in der Kanzelbahn. Ab sofort, du kannst so eine Art Webseite dir auf dein Handy klatschen und genau. Du brauchst dir keine Karten mehr kaufen. Das geht jetzt mit der Kärntenkarte direkt. Ja, du hältst dein Handy einfach davor, vor den Scanner, also vor das Drehkreuz und dann bist du schon drin. Das geht hier einmal komplett rauf und runter. Also. Hat aber natürlich auch einen gewissen Geschmäckle, dass man vielleicht die Karten so weitergehen kann. Ja, genau. Das hörten wir so von den Nachbarn. Aber ist egal, das muss ja jeder selbst wissen. Ja, aber es wird nicht mehr kontrolliert. Nee. Aber es ist gut, weil das waren extra immer noch Karten, die gar nicht sein müssen. Weil heutzutage in der digitalen Welt muss das nicht sein. Wir fahren jetzt hoch bis nach ganz oben. Dort werden wir einen Break machen, denn dann wahrscheinlich ist es auch gegen 12 oder beziehungsweise schon 1:30. Und dann werden wir wieder ein Würstchen essen, wahrscheinlich. Ja, irgendwas gucken wir mal. Ich glaube, dann hat auch eh hier halbe, dreiviertel Stunde Pause, diese genau. Bahn. Genau, die Bahn haben eine Pause und wir haben die Pause echt verdient. Viele sagen immer hier, was habt denn ihr Rollerfahren? Also, das ist schon anstrengend, die ganzen Muskeln, die spannst du trotzdem alle. Genau, 88 Minuten haben wir gebraucht wirklich für die 22 Kilometer und da stehst du die ganze Zeit und die Straßen sind nicht perfekt. Also das ist schon... Ja, ja, naja. Gut. So, jetzt warten wir, bis wir oben sind. Genau.
denke mal, eine schöne Aufnahme. Habt ihr auf jeden Fall gerade gesehen. Der Hund ist auch mitgeflogen, mega cool. Also das war ja schon wirklich witzig. Ich meine zwar das andere, wo du gerade in der Luft warst. Ach so. Aber du hast ja recht, im Endeffekt, der Hund war ja auch in der Luft. Ja, genau, weil wir haben gerade einen Paraglider gesehen, das habe ich aufgenommen. Blenden wir euch dann mal ein oder ja, machen wir gleich? Oder? Ist ja schon gewesen. Ach, ist schon gewesen. Gut. Ja, das ist das Problem. Egal. Auf jeden Fall für euch, wir blenden es wahrscheinlich ein, weil es nicht gut zu genug gesehen. Da ist auf jeden Fall Felden am Wörthersee. Da genau. Unten. Ja, man sieht da hinten sozusagen den Wörthersee, das ist das längliche. Genau. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera jetzt sieht, aber... Wenn haben wir ein Bild eingeblendet. Und da wollen wir auch hin, das ist unser Ziel. Wir wollen auf jeden Fall auch zum Wörthersee. Dazu werden wir uns aber entweder fahren wir mit der Bahn oder wir hatten uns auch ein Auto, werden wir uns mieten, aber wahrscheinlich mit dem Auto werden wir eher so Museen und Burgen uns anschauen, weil da habe ich was Gutes getroffen. Jetzt muss ich gerade gucken, wo haben wir es denn? Was ich nämlich richtig cool finde, wir sind ja 5 Nächte hier jetzt am Ossiacher See und da gibt es nämlich... Nicht nur die Kärntenkarte, die man sich hier organisieren kann, sondern es gibt noch eine andere Karte. Das ist die Kärntenkarte. Nee, das ist die Erlebniskarte. Ach nee, das ist die Erlebniskarte. Genau, die brauchen wir. Gilt nämlich für den Villach, Farkasee und Ossiachersee. Aber damit kann man in ganz Kärnten entsprechend... Die Öffis benutzen. Das finde ich gut. Ist super geregelt. So. Genau, und jetzt das habe ich richtig Bock zu. Ich frage mich zwar gerade, wo meine andere Karte ist. Ach, da. Ja, da, wo ich sie dir hingepackt habe. Auf jeden Fall wird das lustig werden. Also versuchen wir mit der Bahn zu fahren, weil das ist cool, wenn du halt mit den Öffis fahren darfst, mit den S-Bahnen etc. Dann kannst du natürlich das nutzen. Das heißt, wir werden ein bisschen was erleben und jetzt erleben wir was für unseren Magen. Wir gehen jetzt zur Hütte und werden uns ein Würstchen nehmen. Wissen wir, dass es auch wieder viel sehr teuer ist, aber... Wollten wir nicht noch zur Aussicht erstmal zur Aussicht noch ein paar Bilder machen? In der Zeit, wo wir was essen, seht ihr Bilder. Einverstanden? Jawohl. Haben wir noch einen Plan. Did everything that you thought you should. Did it seem to do you any good? Ooh, I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. So hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. Für uns geht es wieder runter. Ja, war sehr schön hier oben. Hab, wie gesagt, tolle Aufnahme habt ihr gesehen. Mittagspause haben wir auch gemacht. Holla die Waldwie, wir blenden euch das gerade mal ein. Das ist ein paar Frankfurter mit Pommes und Cola für uns jeweils zusammen. Ist auf dem Suppenteller. Auf dem Suppenteller, alter Falter. 30,60 Euro haben wir dafür jetzt bezahlt. Ja, war jetzt nicht ganz das Billigste, aber naja. War auch egal. Nicht das Leckerste. Ja, die Pommes waren ein bisschen labbelig. Ja, bin ich von Österreich nicht gewohnt. Die halten sich eigentlich nicht an die EU-Gesetze. Und die Würstchen waren auch jetzt nicht so, wo man sagen kann, naja, hätten besser sein können. Vielleicht Wiener Würstchen schmecken halt besser als Frankfurter. Na gut, so ist das halt. Egal, wir genießen die Aussicht jetzt. Genau, für uns geht's nach unten und dann melden wir uns wieder vom Platze, weil vielleicht machen wir heute noch die Kanutour. Ja, gucken wir mal. Ich zeige euch nochmal die Aussicht, die wir jetzt gerade genießen dürfen. Ich kann nur sagen, ist das herrlich. Und da unten die Kühe. Buh, buh, buh. Nach
einer wunderbaren Kanutour wird es jetzt Zeit. Stimmt ja gar nicht. Einer wunderbaren Scooter-Tour. Mal sehen, ob was noch mehr. Ja, Scooter-Tour machen wir jetzt eine. Ja, jetzt machen wir eine Kanutour oder Kajaktour. Da steht es da oder steht im Hintergrund. Ding. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja. Irgendwie in die Richtung. Das Ding da. Werden euch aber nicht mitnehmen, weil das ist jetzt einfach nur mal für uns. Du springst wahrscheinlich danach direkt ins Wasser. Den nehme ich dann mit. So. Das überlegt er sich aber noch. Ja, jo. Das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall keine Bilder. Bilder vom Ossiacher See vom Wasser gibt es erst morgen. So der Plan. Wenn wir rechtzeitig aus Felden am Wörthersee wieder zurück sind. Mhm. Also wir haben noch viel vor. Und jetzt geht's aufs Wasser und vielleicht danach ins Wasser. Dann machen wir jetzt schnell. Ja, das machen wir jetzt ganz schnell, denn ihr seht, wie hell es hier geworden ist. Aber es muss einfach sein, weil es ist in Wirklichkeit hinten sehr, sehr dunkel. Genau, ein Schritt zurück und wir sitzen im Ossiacher See. Das wollen wir aber nicht. Ja, das soll es mit diesem Video schon wieder gewesen sein. Wir haben euch ein bisschen was gezeigt vom Ossiacher See, nur ganz wenig, ganz minimal. Da kommt aber noch definitiv was, und zwar im nächsten Teil. Wir haben euch was von den Gerlitzen gezeigt. Ich hoffe, es hat euch richtig gut gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen drauf oben. Kommentiert doch, wie oft wart ihr denn schon mal am Ossiacher See und was muss man hier unbedingt noch gesehen haben, wenn wir das nächste Mal nämlich wieder hier sind. Und im nächsten Teil, da geht es für uns, wenn alles gut geht, zum Wörthersee. Den habt ihr heute schon mal gesehen. Und dann versuchen wir auch nochmal eine Paddeltour hier auf den Ossiacher See mit einem Flugobjekt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe. Seht ihr dann im nächsten Video. Solange bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Ciao, ciao. Tschüss.